Herzlich willkommen, hier ist wieder eure Jasmin von Time to Stamp. Die Kreativität ruft wieder mal in meinem virtuellen Stempelstudio. Ja, hier ist auch der neue Katalog. Ich darf jetzt auch offiziell mit ihm durchblättern oder mit euch damit durchblättern, denn jetzt ist er ja eben auch aktuell. Das möchte ich übrigens in der Tat auch gerne mit euch gemeinsam da vielleicht mal auf ein paar Seiten vielleicht mal genauer hinblicken. Vielleicht habt ihr aber auch Interesse, das über einen Livestream vielleicht eben auch zu machen, weil dann könntet ihr vielleicht eben auch aktiv euch in die Unterhaltung mit einbringen und vielleicht auch Fragen stellen oder sowas. Also da bin ich auch gerade immer überlegen. Deswegen, wenn ihr da Interesse dran hättet, einen Livestream, also für diejenigen, die es ja jetzt nicht kennen, man kann ja auch bei YouTube auch dieses Livestream machen. Ich würde das natürlich aufzeichnen und auf meinem Kanal auch lassen. Aber während dem Livestream ist, ihr könnt ja dann praktisch unten drunter Kommentare schreiben. Ich kann die dann gleichzeitig lesen und gleich eben die eine oder andere Frage beantworten, beziehungsweise auf das eine oder andere vielleicht genauer nochmal drauf gucken. In dem Fall hatte ich ja die Idee wegen diesem Katalog, um den mal gemeinsam durchzublättern. Heute möchte ich aber allerdings noch nicht komplett mit ihm durchblättern, sondern möchte auf ein bestimmtes Produkt nämlich nochmal aufmerksam machen, denn auch da befindet sich ein neues Produkt in diesem neuen Katalog, und zwar um die Säuberung unserer Stempel. Auf der Seite 182 fangen ja eben die Reinigungsprofis, wie sie sich nennen, und Säuberungskissen und Reiniger und Stempelreiniger und was wir alles haben. Und wir haben sogar auch ein neues Produkt, und die möchte ich heute einfach mal mit euch mal genauer vorgehen. Deswegen meine Frage: Wie reinigt ihr eure Stempel, beziehungsweise reinigt ihr überhaupt eure Stempel? Ja, und dann noch ein lieben Dank an die Tanja. Die hat auch unter meinem letzten Video auch nochmal darunter geschrieben, also mein letztes Video, da hat irgendwas, ich weiß auch nicht, mit der Belichtung nicht gestimmt, und ich glaube meine Unterlage, ich habe ja darunter so meine schwarze Glasmatte, die ich überaus liebe, damit auch zu arbeiten, aber irgendwie ist die nicht lichtfreundlich, das strahlte mir auch zu sehr. Und jetzt versuche ich es wieder mit meiner normalen weißen Unterlage. Und ich hoffe, es ist heute scharf genug und es strahlt nicht so extrem. Des Weiteren habe ich heute mal wieder mein Mikrofon auch mal wieder dran geknipst. Dann ist vielleicht der Ton auch ein bisschen besser. Also ich hoffe, heute mit einer besseren Videoqualität auch wieder ja, zu euch zu kommen. Ja, jetzt habe ich erstmal in meinen Schubladen gekramt und dachte mir, ich muss doch noch irgendwo einen Uraltstempel haben, der total verschmutzt ist. Ja, komisch. Wenn man sowas sucht, dann findet man sowas nicht. Ich habe mir aber trotzdem jetzt mal einfach mal so einen traditionellen Holzstempel mal geholt. Und die Frage jetzt eben an euch: Reinigt ihr eigentlich eure Stempel? Warum soll man eigentlich die Stempel reinigen? Und wenn ihr sie reinigt, warum oder wie wie reinigt ihr eure Stempel? Ja, also in der Tat habe ich von Anfang an immer gleich meine Stempel gereinigt. Und zwar nicht wegen dem Stempel vielleicht in sich, dass der Stempel geschont wird, sondern einfach wegen den Stempelkissen. Denn wenn man ja praktisch in ein dunkles Stempelkissen reingeht, damit seinen Stempel jetzt eben schön einfärbt, ne, also ich mache das jetzt mal bewusst mit einer schönen roten Farbe. Und dann mal so ein Papier noch dazu. Ich habe mir auch bewusst mal noch so ein, man muss ja schon fast sagen, alten Stempel, gell? Weil so viele Holzstempel gibt es ja auch gar nicht mehr. Also gibt es schon, aber man kauft es sich, glaube ich, gar nicht mehr so sehr. Dabei war das ja wirklich noch die traditionelle Stempelart. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich mich eigentlich gefühlt habe, als die Holzstempel nicht ersetzt wurden, aber als die anderen Arten von Stempel, also die Photopolymerstempel, ja, in unseren Stempelraum wanderte, dass man dachte, oh Gott, jetzt keine Holzstempel mehr? Nee, also ich will schon nochmal dieses Holzteil in der Hand haben. Ja, und jetzt hat, ehrlich gesagt, wenn es irgendwie geht, nehme ich auch keinen Holzstempel mehr, weil es halt einfach platzsparender ist und auch teilweise kostengünstiger ist. Das ist ein schöner Stempel übrigens, habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Habe ich auf irgendeiner Veranstaltung mal bekommen. Crow. Wir hatten ja sonst immer solche Mottos von unseren Geschäftsveranstaltungen. Und in einem Jahr hieß unsere Veranstaltung eben Grow, wachse. Ja, und da gab es dann eben solche Stempel. Und ja, der ist eigentlich richtig schön. Sollte ich vielleicht öfters benutzen. Aber das ist ja nicht das Thema heute, sondern... So, jetzt habe ich hier meine rote Farbe drauf auf mein Stempelkissen. Früher hat man ja, was heißt früher? Also man hätte ja jetzt vielleicht auch so vorgehen können, wenn man, okay, ich drücke das jetzt so oft jetzt hier drauf. Ne? Das wird ja immer schwächer und schwächer und schwächer und schwächer. Und das würde dann auch schon reichen. Aber gerade bei manchen Tintenfarben, gerade bei roten Farben, bleibt ja doch immer ein Rest drauf. Dem Stempel in sich macht es auch gar nicht so viel aus. Aber was ich auf alle Fälle vermeiden möchte, und darauf solltet ihr auch tatsächlich auch achten, wenn ihr jetzt eben hier mit diesem gleichen Stempel, wo vielleicht doch noch ein Rest Farbe einfach drauf ist, in ein anderes Stempelkissen praktisch wieder einfärben wollt. Also gerade wenn ihr von dunkel aufs helle vielleicht eben auch wechselt. Ja, das tut dem Stempelkissen dann einfach nicht mehr so gut. Also eigentlich hauptsächlich wegen den Stempelkissen, finde ich, ist es fast noch viel wichtiger, seine Stempel immer sauber zu machen. Ich kenne einige unter meinen Mixed-Medien-Freunden, die stempeln ja nicht so viel, aber hin und wieder haben sie so im Hintergrund vielleicht so ein paar Textstempel, die haben diesen Gummi teilweise gar nicht auf ihrem Holz drauf, sondern nehmen den einfach und klatschen den praktisch immer auf ihre Collageseite. Ich bewundere sie da eigentlich auch immer und die machen ihre Stempel überhaupt nicht sauber, weil die benutzen aber auch nur eine Farbe, meistens natürlich schwarz. Ne? Dann braucht man die auch nicht sauber haben und vor allem, wenn es dein eigener Stempel ist, den du nie wieder verkaufen möchtest, verschenken möchtest oder sonst irgendwie was, dann muss man natürlich auch nicht drauf Acht geben, das ist klar. Ne? Weil ich denke mal, Stempelabdrücke kriegt man trotzdem immer noch schön hin, auch wenn man ihn jetzt nicht sauber machen würde. Aber das A und O ist einfach, wenn man mit verschiedenen Farben arbeitet von Stempelkissen, tut euch den Gefallen, tut euch den Stempel immer sauber machen, weil das ist blöd, wenn zum Beispiel in einem helleren Farbton einfach ein dunkle Farbe mit reinkommt, weil dann, ja, dann stimmt halt einfach die Farbe nicht mehr. So, aber wie jetzt eben sauber machen? Ne? Also, früher, ich rede mal von früher, naja, so die Jüngste bin ich ja auch nicht mehr, ich darf davon, glaube ich, schon sprechen, von früher, hat man ganz was Traditionelles genommen. Wo ist mein Putztuch? Also entweder habe ich jetzt eben, man hätte vielleicht jetzt eben unter den Wasserhahn gehen können, dann hat man vielleicht irgendwie mal so die Küchenschwammtücher geholt. Die muss man natürlich ein bisschen nass machen. Ihr könnt euch vorstellen, ich mache das jetzt gerade mal nicht. Wenn man da natürlich jetzt drüber geht, hat man natürlich jetzt hier komplett die Farbe drauf. Ist ja auch nicht schlimm, kann man ja auch wieder auswaschen. Bloß hat man natürlich hier immer so ein nasses Tuch liegen. Und gerade wenn man halt seinen Arbeitsbereich hat, möchte man das nasse Tuch nicht irgendwie hinlegen. Man könnte natürlich jetzt so eine Box nehmen und das hier irgendwie so reinlegen. Auch das habe ich eine Zeit lang eben auch gemacht. Das ist eine Variante. Jeder, der Kinder hat oder natürlich eh schon ein Fan ist von den Feuchttüchern, kann natürlich wunderbar auch damit seine Stempel eben auch sauber machen. Da habe ich auch immer noch an meinem Basteltisch liegen, gerade manchmal auch für meine Finger, dass ich meine Finger jetzt eben auch wieder sauber machen möchte. Also so gibt es die verschiedensten Varianten zum Saubermachen, was einfach der Haushalt jetzt schon mal alleine hergeben würde. Und es würde eigentlich auch schon reichen. Dann aber natürlich, wenn man in der Stempelszene drin ist und immer mehr stempelt und sich mit der Gemeinschaft natürlich auch austauscht, kriegt man natürlich auch mit, wie machen die anderen das. Und ganz andere bringen dann natürlich dann irgendwelche tollen Produkte mit ins Haus. Und spätestens als ich natürlich bei Stamping Up angefangen habe, habe ich mir natürlich dieses Säuberungskissen geholt. Das gibt es übrigens noch, dieses Säuberungskissen. Und zwar ist es dieses hier im Katalog, dieses Stamping Scrub Säuberungskissen. So heißt das. Kostet 22 Euro. Waschbare Reinigungskissen mit schwarzen Plüschfasern. Säubern selbst sehr detaillierte Stempel. Ja, in der Tat, denn gerade wenn so die Sprüche eben auch vielleicht auch sind, ne, die Farbe setzt sich vielleicht in diese kleinen Ritzen ein, vielleicht macht es nicht so ganz so sauber. Auf alle Fälle, wenn man viel stempelt und man nicht ständig nach seinem Tuch gucken will oder vielleicht auch nicht so viele Feuchttücher benutzen will, ist so ein Säuberungskissen eigentlich schon nicht schlecht. Und was ich daran eben auch liebe, es ist ziemlich flach. Man kann es eben verschließen. Also ich habe jetzt eben nichts Nasses bei mir rumliegen. Ich kann es wunderbar in meine Basteltasche verpacken, wenn ich eben auf Reisen gehe oder jemanden besuchen gehe. Also das finde ich ist einfach immer noch für mich das A und O. Und ich habe damit also wirklich gerne meine Stempel auch einfach auch sauber gemacht. Wenn wir gemeinsam stempeln, also gerade auch wenn ich mit meinen Kindern bastel, dann lege ich mir das tatsächlich auch immer gleich auf den Arbeitstisch hin und dann können die Kinder auch gleich oder wer auch immer die Stempel gleich sauber machen. Es hat beide Seiten. Dieses Plüschkissen, was gerade besprochen wurde, ist tatsächlich ja, auf beiden Seiten gleich. Die Qualität ist genau das gleiche. Allerdings gibt es so ein kleines Piktogramm und jetzt sehe ich schon, ich habe es einmal wieder falsch reingetan. Und zwar kann man das hier so richtig schön raushebeln. Ich mache das jetzt mit euch auch mal. Und zwar heben wir das hier mal so raus. Ich hole mir da einfach nur einen spitzen Gegenstand, weil ich mir jetzt nicht gerade meine Fingernägel immer jedes Mal damit ruinieren möchte. Und wenn ich es rausgeholt habe, zeige ich euch auch gleich, wie es nämlich aussieht. Also es hat hier so kleine Nöppels hier so dran. Hier und hier. Und genauso sieht das Kissen eben auch aus. Und womit ich das nämlich eigentlich zeigen wollte, weil hier gibt es nämlich eine kleine Kante hier. Und hier gibt es so ein kleines Symbol. Hier ist einmal die Sonne. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite, sehe ich gerade, ich habe nämlich jetzt beides mal die Symbole hier rein. Hier ist ein Sonnensymbol, sehe ich gerade. Hier ist ein Sonnensymbol. Wenn ich das Ganze hier umdrehe, hier ist eine kleine Regentropfen. Guck mal an. Also wenn man das mal sich genauer mal anguckt, wusste ich gar nicht, dass es praktisch auf beiden Seiten die gleichen Symbole sind. Also, aber was ich euch jetzt zeigen wollte, ich hake das jetzt hier wieder so rein. Kann man so rein, weil das ist nicht schlecht. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt heute. Falsche Reihenfolge vielleicht. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, dass diese Plüschdinger nicht richtig drin sind. Deswegen mache ich das gerade mit euch gemeinsam. Was ich mit aber auch schon mal zeigen kann, ist, dass man diese rausnehmen kann, weil sie muss man auch nach einer Zeit natürlich auch mal wieder sauber machen. Und dann hake ich die da unten so ein und dann hier oben so ein, dass sie mit wieder hier unten drunter sind. Dann sehe ich einmal dieses Symbol hier und jetzt hake ich gerade nochmal das andere hier raus. Und jetzt löst sich das gleich auf, meine Verwirrung. So. So, das Ganze nehme ich hier mit dieser abgerundeten Ecke auch hier nach oben bringen. Und jetzt zeige ich euch warum. Und zwar ist nämlich hier oben sind kleine Regentropfen und hier oben ist ein kleines Sonnensymbol. So, das ist einfach nur dafür gedacht, weil diese beiden Seiten sind jetzt praktisch, dass ihr einmal, da wo die Regentropfen natürlich sind, wie so euer Waschbecken ist. Also diese Seite machen wir nass, weil wir wollen ja erstmal unseren Stempel praktisch spülen. Und auf dieser Seite, wo die Sonne eben ist, das sollte eigentlich immer trocken bleiben. Also das ist praktisch mein Handtuch, mein Föhn, mein Handtuch. So, und jetzt könntet ihr diese Seite einfach nur nass machen, mit Wasser ansprühen oder sonst irgendwas. Aber es gibt natürlich auch noch, das zeige ich euch mal hier, auch noch im Katalog. Und zwar nennt sich das Ganze Stamping Nebel Stempelreiniger. Entfernt im Nu Tinte von Stempel zur Verwendung mit dem Stamping Scrub Reinigungskissen mit dezentem Duft. Uiuiui, siehst du, ich habe noch gar nicht gelesen. Mit dezentem Duft, wie schön. Es gibt ein kleines Fläschchen für 6 Euro und es gibt auch eine Nachfüllflasche für 12,75 Euro. Dieses kleine Fläschchen sieht so aus, wie ihr seht. Ich habe die also schon Asbach uralt, habe mir die damals geholt. Damals hat sie noch eine blaue Etikettierung gehabt. So sieht die kleine Flasche aus, also eine kleine Sprühflasche. Und die Nachfüllflasche, auch die habe ich schon ewig. Ihr seht, das hier ist praktisch jetzt hier grün. Also das ist praktisch die große Flasche. Heutzutage haben wir ja die Etikettierung in schwarz. Jetzt sind sie ja in schwarz, unsere neuen Etikettierungen. Ja, immer öfter mal was Neues, gell? Von blau, von grün, jetzt auf schwarz. Ich bin dafür, dass wir das nächste Mal orange Etikette haben. Wer ist noch dafür? Oder welche Farben wollt ihr? Spaß. Also, diese Flasche hier übrigens, diese Nachfüllflasche, ich glaube, das ist meine zweite von den 10 Jahren, wo ich jetzt eben mit dabei bin. Also, die reicht euch ewig, weil ihr füllt ja dann immer in diese Flasche dann diese Reinigungsflüssigkeit nach. Und mal schauen, was steht denn hinten drin drauf. Sprühen Sie den Reiniger auf das Reinigungsgerät und reiben Sie den Stempel auf der Filzauflage sauber. Oder Stempel direkt einsprühen und mit einem Tuch abreiben. Unbedingt beachten, Erstickungsgefahr. Und bla, nicht in Kinderhände geben, bla 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 bla. Ja, logisch. Ne? Also ich sprühe mir eigentlich hier immer diese Seite, wo ja eben deswegen die Regentropfen sind, immer ein. Gerade wenn ich weiß, jetzt stempel ich viel oder ich stempel mit Freunden, dann ist das schon immer angefeuchtet. Und dann gehe ich mit meinem Stempel jetzt hier so richtig schön drüber. Ich gucke auch drauf, ob auch wirklich die Farbe weggegangen ist. Kann man eigentlich in der Tat eigentlich mal ganz gut sehen. Und dann gehe ich auf die trockene Seite rüber und mache meinen Stempel auch wieder richtig trocken. Hin und wieder verwechsel ich natürlich auch die Seiten, sprühe dann auf der Seite ein oder sprühe meinen Stempel ein, kann man ja eben auch machen und gehe dann da auch auf die verkehrte Seite. Also, mein Gott, also da passiert jetzt nichts. Es ist ja einfach nur für euch vielleicht manchmal ganz sinnvoll, wenn man eine nasse und eine trockene Seite hat, weil dann hat man den Stempel halt auch gleich wieder trocken gemacht. Und wenn man jetzt halt eben nochmal den Test machen würde auf dem Papier, dann seht ihr, da ist kein Abdruck mehr da und jetzt könntet ihr wirklich wieder in ein anderes Stempelkissen reingehen, ohne dass ihr euch die Stempelkissen verhunzt. Dieses hier wird natürlich nach einer Zeit, wenn ihr das oft benutzt, natürlich auch immer schön gefärbter und gefärbter und gefärbter. Also wenn ihr da irgendwann mal merkt, hoppala, wenn ihr den Stempel schon drauf drückt, da bildet sich schon so ein bisschen so ein See. Meistens ist es ja dann so ein roter See. Ich hoffe, es ist nicht wieder zu hell hier, ne? Meistens ist es dann eben so ein roter See, dann hakt ihr das eben so aus, wie ich das vorhin eben gemacht habe. Und wartet mal, also mir ist jetzt hier irgendwie ein bisschen zu hell. Kommt euch das auch zu hell vor? Ich mache euch mal ein bisschen dunkler. So, gell? Sorry, wegen der kleinen Unterbrechung. Dann hakt ihr das eben auch aus und wascht es richtig im Waschbecken richtig aus. Haltet es auch wirklich so schräg. Also tatsächlich auch dann so, weil ihr werdet dann das auch sehen, dass hier unten dann, also deswegen im Waschbecken machen, so ein richtiger roter, meistens ist es ja dann die rote Farbe, so ein richtiger Rinnensaal dann rauskommt. Ich nehme ja manchmal auch so eine Bürste und schrubbt das auch nochmal richtig sauber. Das mache ich natürlich mit der Seite manchmal auch, weil so gerade wenn man mit Kindern auch mal gebastelt hat, ist diese Seite ja dann vielleicht eben auch schmutzig. Also das mache ich mal nach einer Zeit. Was ihr nicht machen solltet, ist das Ganze in die Geschirrspüle legen. Vertraut mir da, ich habe das für euch schon mal getestet, weil irgendwann habe ich mal gedacht, so, oh, ich kriege die Farbe gar nicht mehr raus. Und dann habe ich gesagt, ach, ich teste jetzt einfach mal mit irgendeinem alten Kissen, was ich hatte. Und ja, das verschiebt sich ja dann doch ein bisschen, also zumindest bei meinem Waschprogramm, wenn es natürlich sehr heiß gewaschen wird, dann hat sich das natürlich verbogen, ich habe es nicht mehr richtig reingekriegt. Man kann es natürlich noch benutzen, aber trotzdem habe ich ja den Deckel hier nicht mehr richtig zugekriegt. Und das ist ja gerade das Charmante an diesem Säuberungskissen. Also dieses Stamping Scrub mit der Reinigungsflasche, mit der Sprühflasche. Ich finde das eine schöne Geschichte, sehr handzahm. Man kann es einfach schnell hinstellen und hat damit eben schnell seine Stempel eben auch sauber gemacht. Wenn man mit einem StazOn-Stempel arbeitet, übrigens, StazOn ist eine wasserfeste Tinte, die geht nicht so leicht ab. Man kann sie natürlich trotzdem damit auch sauber machen, auch mit einem feuchten Tuch, mit einem Babyfeuchttuch. Aber manchmal, es kommt auch immer auf den Stempelart auch drauf an, gerade bei Photopolymer vielleicht auch so, rät man zumindest auf dieses StazOn Cleaner, auch den gibt es bei uns im Programm. Hier noch den StazOn Reiniger, reinigt und pflegt Ihre Stempel nach Verwendung von StazOn Tinte und minimiert die Verfärbungen. Es ist eben diese kleine Flasche, also auch die habe ich schon ewig, man sieht es auch an alten Etikettierungen. Das ja, geht euch auch so schnell nicht alle, vor allem ich stempel auch nicht so oft mit dem StazOn Reiniger, aber es ist schon manchmal nicht schlecht, man kriegt da seine Stempel wirklich noch ein bisschen mehr sauberer. Man merkt allerdings, dass es ein bisschen so einen öligen Film eben auch hat. Also ich gehe da trotzdem immer gerne noch mit über ein Feuchttuch drüber oder nochmal ein Säuberungskissen. Ihr seht hier so eine kleine Filzauflage drauf. Da gehe ich also auch gerne immer schon mal über meinem Stempel so mal drüber. Hier mache ich den so sauber und dann gehe ich nochmal in mein Säuberungskissen rein. Also so habe ich das bis jetzt immer gehandhabt. Bei diesem Stempelreiniger übrigens, da ist mir im neuen Katalog auch schon das Kleingedruckte aufgefallen. Da heißt es nämlich, das berühmte Kreuzchen eben hier auch bei Verwendung auf ablösbaren Stempeln den Stempel sofort nach dem Reinigen mit Wasser abspülen, um das Klebemittel am Motivaufkleber zu schonen. Also dann wird man schon wieder hellhörig und denkt sich, Wunder, was da wohl drin sein mag an chemischen Substanzen, also gerade bei diesem StazOn-Reiniger. Ja, also trinken tut man das bestimmt nicht, auch nicht das harmlose hier, aber ihr seht es schon, das ist auch wirklich wie so ein Film, so ein öliger Film eben auch. Also ich mache den auch wirklich tatsächlich, ich habe sowieso das Bedürfnis immer gehabt, dass ich mir den hier nach auch nochmal anders sauber mache, wenn ich mit dem StazOn Cleaner drüber gegangen bin. Ja. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich nämlich auch gesehen habe, dass wir jetzt eben was Neues haben im Programm. Und zwar einmal hier ein Stempelreinigerkissen und die Lösung zum Nachfüllen. Und, also das ist jetzt ganz neu, ich habe es persönlich noch nicht, sage aber gleich noch was dazu. Und seit dem letzten Katalog haben wir ja diesen Reinigungsprofi. Und den wollte ich euch auch mal vorstellen, weil den finde ich erstens mal total gut. Und warum ich mir den bestellt habe, obwohl ich mir eigentlich das Säuberungskissen habe und was man da vielleicht beachten sollte, diejenigen, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Denn ich hatte ja folgendes Problem, als dann unser Stamparatus in unseren Stempelkeller einzog oder in dein Stempelreich einzog. Also den Stamparatus klappst du ja dann hier so auf. Tue das jetzt hier mal weg, nehme dann eben einfach mal einen Stempel, ist jetzt auch total egal, ob es jetzt ein Gummistempel ist oder eben ein Fotopolymerstempel. Dann habe ich den, nimmt man den ja so, klebt sich den hier so schön an deine Unterlage dran, kann den dann eben schön mit seinem Stempelkissen hier so einfärben. Ich nehme auch mal wieder schön bewusst rot, macht eine schöne Farbe. So, dann stempelt man den auf sein Projekt, was immer man eben auch machen möchte. Ich nehme mal schnell dieses Blatt Papier mal wieder. Ja, einmal schön abdrücken. Das ist jetzt nur, um es kurz zu zeigen. Ja, der Abdruck ist natürlich jetzt nicht so besonders schön gewesen jetzt. Ich würde es praktisch nochmal machen. Ja, beim Stamparatus, das ist ja das Schöne. Der Stempelabdruck war aber nicht schön. Also gehe ich dann nochmal drauf. Nochmal eine kurze Einweisung zum Stamparatus und drückt nochmal drauf. Ich hoffe, ich habe natürlich jetzt bei der Gelegenheit nicht mein Papier verrutscht. Ich habe es ein bisschen verrutscht. Ja, es ist ja auch nicht die Vorführung jetzt hier, wie man richtige Stempel abdrückt, sondern wie mache ich denn das jetzt hier wieder sauber? Weil wenn ich jetzt natürlich hier, gut, jetzt könnte man vielleicht argumentieren, beim Stamping Up könnte man das ja hier abmachen. Macht das hier auf und könnte man das ja hier auch so sauber machen. Ja, könnte man, ist aber auch nicht so schön. Also spätestens, als wir den Stamparatus hatten oder den Misti oder welches Tool man auch immer benutzt hat, ist man wieder eher zum Schwammtuch oder zu den Feuchttüchern oder zu sonstigen eben übergegangen, um seinen Stempel wieder sauber zu machen. Oder hat dann eben seit letztem Jahr auch von Stampin' Up! Jetzt eben im Programm diesen Reinigungsprofi geholt. Und der Reinigungsprofi, ich zeige ihn euch jetzt nochmal, weil ich habe ihn nicht immer in diesem Originalzustand, wie er jetzt im Katalog aussieht, kostet 9,75 Euro und mit diesem wiederverwendbaren Reinigungstuch lassen sich Stempel mühelos säubern, kann ich definitiv bestätigen. Einfach mit Wasser benetzen und dann mit dem Stempeln darüber reiben. Das langlebige, dicke Tuch entfernt Tinte selbst aus schmalen Vertiefungen für saubere Stempel, ohne Fusseln oder Chemikalien. Die Tinte färbt zwar auf das Reinigungstuch ab, jedoch nicht auf ihre Finger oder andere Stempel. Praktisch für unterwegs, passt perfekt in eine Stempelbox. Kann ich beides so bestätigen. Und weil die Tinte natürlich abfärbt, zeige ich euch natürlich jetzt meins, schon ewig lang in Gebrauch. Ihr seht es, ganz viel Stempeltinte drauf. Also manchmal sieht man sogar auch richtig den Stempelabdruck. Ein Lebkuchenmännchen ist hier noch drauf, beziehungsweise mein Halloween-Männchen noch drauf. Also teilweise sieht man hier wirklich richtige Texte und Motive noch drauf. Und gerade bei schwarzer Tinte und bei roter Tinte, das geht auch nicht mehr so richtig raus. Aber es stört tatsächlich nicht, wenn das Tuch nass ist, dann färbt dann nichts mehr ab und man kriegt trotzdem auch die Tinte auch richtig wieder ab. So, jetzt habe ich das Tuch extra für dieses Video mal richtig trocknen lassen. Denn dieses Tuch, wenn ihr das bekommt, ist es wie diese Schwammtücher, die man von der Küche eben auch erkennt, so eingeschweißt in Tüten und ist so ganz leicht feucht. Feucht und natürlich weich. Weich, also ne? Weich und das hier hart. Weich, hart. Hier, ich kann nichts bewegen. Das ist wirklich, wenn ihr das an der Luft liegen lasst, dann ist es total steinhart. Und das wollte ich eben halt bewusst jetzt eben auch mal so machen, weil nicht, dass euch das dann mal passiert. Ihr habt es vielleicht eben gekauft, kennt das Ganze jetzt eben noch nicht so ganz und dann denkt ihr euch so, super, kaputt, jetzt kann ich es nicht mehr benutzen oder was. Ne? Nee, das gehört so, beziehungsweise das ist okay so. Ich habe mir das trotzdem auch immer in so eine Plastikhülle so reingetan, die nicht ganz luftdicht verschlossen ist, denn ich weiß auch nicht, so nasse Tücher möchte ich nicht ganz luftdicht verschließen, nicht, dass dann doch sich vielleicht Schimmel bildet. So ein ganz leicht Luft kommt dann natürlich eben auch rein, aber dafür wird es natürlich nach einer Zeit auch irgendwann immer härter, wenn ich es auch schon länger auch nicht mehr in Benutzung gehabt habe. Und jetzt nehme ich euch tatsächlich aber mit zu eurem Waschbecken. Nicht, dass ihr meint, ich trickse da jetzt hier rum, obwohl ihr könnt es ja eigentlich anhand von diesem Stempelabdruck dann eben auch erkennen, dass ich nicht rumtrickse und das jetzt unter Wasser einfach lange halte und hinterher zeige ich euch ein flexibles, weiches Tuch wieder und ihr denkt euch, ja, den Zaubertrick kenne ich, die hat mir jetzt einfach ein anderes Tuch hingehalten, sondern dass es halt immer noch das gleiche ist. Deswegen nehme ich euch jetzt mit zum Waschbecken. So, jetzt hätte ich euch eigentlich auch noch ein Roomtour machen können. Ihr seht oder ihr hört, es halt so richtig, weil ich jetzt im Badezimmer bin. Im Hintergrund läuft auch die Waschmaschine, weil ich mich ja hier im Keller befinde. Also hier liegt jetzt eben ein steinhartes Säuberungsprofi hier drin. Und wenn ich jetzt eben hier das Wasser anmache, müsst ihr das tatsächlich echt lang, also in dem Fall, weil ich es auch wirklich für euch, für dieses Video mal wirklich total hab durchtrocknen lassen. Ansonsten warte ich gar nicht so lang drauf, bis es mir wirklich so steinhart wird, weil es irgendwann fängt es mal nach einer Zeit in meiner Box hier an den Rändern hart anzuwerden und wenn ich das dann schon merke, dann gehe ich eigentlich schon immer zum Waschbecken und mache es mir dann einfach schon mal wieder feuchter, damit ich halt also praktisch immer ein funktionierendes Tuch natürlich auf meinem Basteltisch habe. In dem Fall konnte ich ja jetzt gar nichts machen, weil es wirklich total hart wie ein Brett jetzt eben auch war. Aber jetzt kann ich euch ja nicht das Fühl-Video geben, aber ihr seht schon, hier biegt es sich jetzt schon leicht durch. Und je länger ihr das im Wasser drin habt, also wenn es eben schon so hart war, wie meint es eben, dann wird es hier richtig wieder flexibel und ihr könnt es auch richtig wieder hier so durchdrücken. Manchmal natürlich, je nach Benutzung, geht es natürlich hier, würde hier noch ein bisschen mit Tinte rausfließen. Aber nur, wenn ihr da ganz viel gestempelt habt. Aber hier in dem Fall war es eigentlich schon eine eingetrocknete Tinte, keine benutzte frische Tinte, sondern schon eine alte Tinte. Und deswegen kommt hier gar keine Tinte hier raus. Ihr seht, jetzt kann ich es richtig wieder zusammen machen. Und jetzt ist es hier so ein wackeliges Teil. Trotzdem seht ihr immer noch meine Stempelspuren, meine Schrift, wo ist mein Männchen? Mein Halloween-Männchen ist immer noch drauf. Und jetzt kann man es auch richtig benutzen. Ich gehe also jetzt mit euch wieder rüber auf meinen Basteltisch und wir machen mal den roten Stempelzauber. So, hier dürfte ich wieder sein. Also hier ist wieder mein Tuch, gell, was jetzt eben richtig schön weich und knautschig wieder ist. Also genau so bekommt ihr das praktisch, ohne natürlich mit der Färbung, aber so in diesem lila Fliederton eben. Und dann geht ihr, und das ist halt eben beim Stamparatus ja unerlässlich, also da braucht man halt einfach irgendwas, was man so in die Hand nehmen kann und macht so euren Stempel jetzt eben wieder sauber. Jetzt ist es natürlich A, ein Fotopolymerstempel, B, habe ich natürlich jetzt hier rote Tinte genommen, also auch für diejenigen, die das jetzt noch nicht so ganz kennen, der Stempel wird jetzt einfach nach einer roten Tinte einfach nicht mehr jungfräulich sein. Also der sieht eben nicht mehr Ich mache das hier gerade mal zu. Der sieht eben nicht mehr neu aus wie der andere Stempel, den ich jetzt eben auch noch nicht in Benutzung hatte. Ne? Also der bleibt natürlich schon schön so durchsichtig, auch bei anderen Farben so. Aber sobald man was Rotes abgestempelt hat, dann wird der halt einfach nicht mehr ganz durchsichtig, ganz klar. Nichtsdestotrotz, ne? Also hier, man sieht die Farbe immer noch, aber trotzdem, wenn ich jetzt hier abstempeln würde, seht ihr, da geht auf dem Papier nichts ab. Also da ist wirklich kein Stempelabdruck. Trotzdem, bei einer roten Stempelfarbe bleibt halt einfach so ein Farbrückstand, außer bei meinen Fingern. Die müsste ich dann danach mal wieder sauber machen. Ja, so, zum Stauen, weil das jetzt ja schon ein bisschen feucht ist, wie schon gesagt, habe ich mir so eine DVD-Hülle genommen. Hier lege ich die eben dann einfach mit rein. Das liegt dann hier immer so auf meinem Arbeitsblatt. Und dann mache ich den eigentlich auch tatsächlich einfach nur so auf. Und dann würde ich zum Beispiel mit meinem Holzstempel dann eben entweder so drüber gehen. Oder ich nehme mir halt eben meinen Stempel, den habe ich jetzt hier wieder reingetan. Und mache ihn so sauber oder natürlich andersrum. Je nachdem, ja, wie es von der Handhabung eben auch besser ist. Das ist eben dieses das Säuberungsprofi. Den ich also tatsächlich bevorzugt habe, seitdem ich den Stamparatus habe. Also das ist jetzt eben dieses hier, habe ich euch gezeigt. Diese StazOn-Reiniger, diese Stempelreinigungsflaschen, die wir ja eben für dieses Säuberungskissen brauchen. Jetzt haben wir ganz neu im Programm, im Katalog, einen Stempelreiniger, Kissen und Lösung zum Nachfüllen. Also das hat praktisch die Größe von einem Stempelkissen. Und da heißt es eben, damit bleiben Ihre Stempel sauber und gepflegt, entfernt klassische Stempeltinte und Kraft-Stempeltinte von Gummi sowie von Klarsichtstempeln aus Photopolymer, kleines Format, praktisch zum Mitnehmen. Reinigungslösung zum Nachfüllen separat erhältlich. Das ist ja dann praktisch diese Flasche hier. Ich hätte ja zuerst gedacht, das ist wie so ein leeres Stempelkissen, was ich dann vielleicht eben mit meinem Stempelreiniger hier auch wieder einfach besprühe. Aber das muss eine andere Lösung ihm sein. Was ich charmant finde, ist vielleicht diese kleine handliche Format, weil das kann man natürlich auch gut für den Stamparatus benutzen. Natürlich über den Inhalt der Flasche oder über den Inhalt praktisch einfach vom Reinigungsmittel steht eben hier auch wieder bei Verwendung auf ablösbaren Stempeln, den Stempel sofort nach dem Reinigen mit Wasser abspülen, um das Klebemittel am Motivaufkleber zu schonen. Zum Entfernen von StazOn-Tinte den StazOn-Reiniger verwenden. Ja, also selbst StazOn kennen wir ja, gell, dass wir da vielleicht einen eigenen Reiniger brauchen. Aber selbst bei dieser Flüssigkeit, die ist in diesem Stempelreiniger-Kissen drin ist und natürlich in diesem Nachfüllfläschchen, weisen sie ja schon extra drauf hin. Deswegen habe ich jetzt nochmal Abstand genommen. Also ich möchte jetzt das Produkt nicht schlecht reden. Vielleicht bekommt man tatsächlich seine Stempel und vielleicht gerade auch noch diese Photopolymerstempel noch viel besser, sauberer. Vielleicht geht auch die rote Tinte besser weg oder. Also diejenigen, die das vielleicht schon benutzt haben, vielleicht schwören sie eben auch drauf und sagen sie, ja, das ist ein Must-Have. Ich muss allerdings sagen, wenn sowas schon immer extra dabei steht und ich was extra dafür machen muss, was ich ja zwangsweise schon bei dem StazOn-Reiniger machen muss, den ich aber nur ganz selten benutzen muss, reicht mir eigentlich hier mein Reinigungsprofi hier, mein Tuch, reicht mir mein Feuchttuch, ne, und reicht mir einfach auch mein Reinigungskissen. Also das habe ich. Für diejenigen, die jetzt natürlich das hier alles noch nicht haben, wenn die mich jetzt natürlich fragen wollen, ja, was soll ich mir denn jetzt zulegen? Dieses hier oder dieses hier oder dieses hier oder vielleicht doch das Neue? Ja, dann kann ich euch da jetzt leider keine richtige Auskunft drüber geben, ob jetzt dieses kleine neue Kissen vielleicht tatsächlich ausreichen würde, um unsere schönen Stempel sauber zu machen. Ja, diejenigen, die Erfahrung damit gemacht haben, vielleicht können die dann mal was drunter schreiben, ob das dann reichen würde. Ich bin, glaube ich, ganz dankbar, dass ich einfach das habe und das reicht mir auch hier so zum Saubermachen. Ja, das war, glaube ich, mein Wort zum Säubern der Stempel, warum wir so stempeln, warum wir sie sauber machen sollen und was es einfach für Möglichkeiten gibt und dass wir im neuen Katalog ein neues Produkt haben, was ich mir persönlich jetzt nicht gleich ins Haus hole, außer man bekommt auf einmal von links und von rechts, das ist das Must-Have-Säuberungstool, dann kann ich mich vielleicht auch gerne mal überreden lassen und besorge es mir vielleicht doch. weil es kostet ja, Moment, ich kann sie noch mal kurz herholen, 9 Euro, okay, die Nachfüllflasche kostet 4,50 Euro. Ja, schauen wir mal, was so noch aus den Reihen von unter uns Bastlern einfach nochmal kommt. Ich hoffe, dieses Video war jetzt trotzdem für euch etwas aufschlussreich beim Reinigen eurer Stempel. Für diejenigen, die vielleicht auch schon immer mal überlegt haben, so, was benutzt ihr eigentlich so oder was soll man benutzen, was ist vielleicht sinnvoll, muss man überhaupt putzen und. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video, wo ich dann bestimmt auch mal wieder richtig meine Stempel auch einsetze und nicht nur einfach sie säubere. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und bis demnächst, eure Jasmin.